bevor. Willkommen zu einem brandneuen Video. Hallo. Heute bleiben wir mal nicht im Hotel, weil das geht uns auf den Sack. Nein, Spaß. Ja, doch schon. aber wir machen heute einen kleinen Tagesausflug. Wir fahren zu keinem Canyon, wir fahren keinen Quad, wir gehen nicht klettern, wir machen keine Zipline, wir gehen in Land of the Legends. Ein Freizeitpark, Shoppingpark und Wasserpark in einem. Sieht ein bisschen aus wie Disneyland. Türkisches Disneyland, sagt genau. Man hier. Und den besuchen wir heute. Sind ganz gespannt. Es werden heute 38 Grad. Das wird schon heftig. Aber es steht ein Mugride da und... eine Geisterbahn, ein Watercoaster, ein paar Flatrides, coole Rutschen. Und der ganze Spaß kostet einfach pro Person $75. Online. Wir haben es jetzt nicht online gekauft, weil... das E-Mail-Programm funktioniert hier nicht. Also genau. Hätten wir diese Tickets gar nicht öffnen können. Und wir gehen jetzt auf gut Glück zur Kasse. Wissen auch aktuell gar nicht, ob man da hundertprozentig Karten kaufen kann. Oder ob die da 100% teurer sind. Ja, und wie voll die Kasse sind. Ja, also das, unser E-Mail-Programm geht hier nicht, weil das WLAN so schlecht ist in diesem Bunker hier. Das ist das Problem. Und wir haben jetzt wir rechnen mit $75, Euro ist ja momentan gleich der Kurs, pro Person Eintritt. Und wir haben uns einen Privattransfer gegönnt. Man hätte da auch für einen Zehner hinfahren können mit so einem Reisebus. Wir haben einen Privattransfer für 80 Euro gebucht. Damit wir mehr Zeit haben und wenn du mit dem Reisebus hinfährst, dann bist du schon gegen 17:30 wieder im Hotel und das ist einfach zu wenig Zeit. Und außerdem mag ich Busfahren nicht so gerne, diese Reisebusfahren, das fehlt mir zu viel. Ja. Und wir würden ja fast jedes Hotel hier anfahren, deswegen wird da auch nochmal voll viel Zeit vergehen. Ja. Wenn du 17:30 im Hotel bist, dann fährst du das schon um eins los. Ja, ich weiß auch nicht, ist voll blöd. Auf jeden Fall Öffnungszeiten vom Themen- und Wasserpark 10 bis 19 Uhr heute. Chris blendet euch das aber auch noch hier ein. Bestimmt. Und abgeholt werden wir um 9 Uhr. Und Rücktransfer haben wir um 20.30 Uhr gebucht, damit wir die Fontänen schon noch sehen. Um 8 Uhr. Und vielleicht noch ein Frappuccino uns irgendwo gönnen und irgendwo hinschillen abends, ne? Ja. Ja. Bis später vom Land of Legends. So, Transfer hat sehr gut geklappt. Ja. Genau 45 Minuten hat er gebraucht. Der ist sehr sanft gefahren, ne? Der ist nicht gerast oder so. Richtig, richtig gut. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Da sieht man auf jeden Fall schon mal ein Stück Schiene. Bist du aufgeregt? Ja. Ich auch, weil türkischer Freizeitpark, es ist super warm, ja. Türkischer Freizeitpark ist halt mal was Besonderes. Türkischer guter Freizeitpark. So wie es aussieht, sind auch Tageskassen geöffnet. Das sind auf jeden Fall ganz normale Tageskassen. Und es sind sehr, sehr viele Busse hier, sehr viele Reisegruppen. Ist halt auch Hauptferienzeit in der ganzen Welt, kann man sagen eigentlich. Oder auf der ganzen Welt. Sehr gut, es gibt eine Sicherheitskontrolle hier. Rucksack wird durchleuchtet, eure Sachen müsst ihr abgeben und dann geht ihr durch so wie im Flughafen, richtig sicher. Und jetzt Tickets gibt es drin nach der Sicherheitskontrolle, nicht draußen. Draußen sind nur die ganzen Reisegruppen. Da ist Sushi. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Das ist das dazugehörige Hotel. Da ist unten einfach direkt ein Starbucks in der Lobby. Und hier gibt es einen Infopoint. Ich gucke mal, ob es da einen Parkplan gibt. Weil der Park scheint echt riesig zu sein. Wir sind immer noch nicht am Eingang. Wir sind immer noch nicht im offiziellen Park drin. Richtig krank. Land of Legends. Russisch, Deutsch. Sehr schön. Und dein erster Eindruck? Sehr gepflegt, also ist ja auch neu, aber sehr, sehr pompös auch und gefällt mir ganz gut. Ich finde nur, weil das hier alles Stein ist und so, finde ich es ultra warm und ja. Die Sonne hier richtig knallt.
Und wir sind, ja. Mag ich. Wir sind immer noch nicht drin im Park, wir haben immer noch kein Ticket. Also es ist sehr, sehr weitläufig. Wer schon mal bei Motion Gate war in Dubai, ungefähr zu vergleichbar mit dem Vor-Shopping Center da oder Vor-Shopping Line. The Village. The Village, so hieß es, mein Gott. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, the only one who did that was somebody like me. When you ask. So, der Ticketschalter ist einfach direkt gegenüber vom Eingang. Sieht man da vielleicht. Dann gucken wir mal, ob der Online-Preis hier auch an der Tageskasse gilt. So, wir sind drin. Wir haben jetzt so einen Armband bekommen. Online-Preis ist der $75 pro Person und der Kassenpreis auch $75 pro Person, also kein Aufpreis, hier ist erlaubt. Man muss sein Armband wohl aufladen mit Geld, damit man überall zahlen kann. Das machen wir jetzt. Wie viel machen wir denn? 70? Machen wir jetzt mit 70 Euro. So, Armband aufgeladen mit 70 Euro erstmal. Locker Room, wir suchen uns jetzt einen Locker und schließen unseren Rucksack weg und dann gucken wir mal. Deutsch, Englisch und Russisch mit Kreditkarte sehe ich schon. So, Locker kostet umgerechnet 7,70 Euro. Unsere Lockernummer 1592. Locker wird auch vom Armband abgezogen. Ganz schönes Chaos, weil jetzt natürlich alle den Locker wollen. Aber wir wissen nicht, ob es eine einmalige Nutzung ist oder ob man es immer auf und zu machen kann, auf und zu machen kann. Das wissen wir noch nicht, werden wir aber später dann rausfinden. Aber im Prinzip brauchen wir es ja nur einmal. Richtig. Wir haben alle wichtigen Sachen jetzt an uns und ja, jetzt geht's ab in den Freizeitpark. Damit starten wir jetzt. Wir testen mal eben, ob der Locker mehrmals möglich ist, weil die GoPro-Akkus noch immer locker sind. Verdammt. Naja, schauen wir mal. Sehr gutes System, man kann den Locker immer wieder auf und zu machen vom Tag. Am Tag. Unsere erste Anlaufstelle wird sein? Der Megacoaster von Mack. Ja. Wir hoffen, da sind die Wartezeiten jetzt noch nicht so hoch. Wir haben jetzt keine Liegen reserviert und hier läuft überall so laute Musik, ne? Boah. Naja, auf geht's zum Hypercoaster. Nicht Megacoaster, Hypercoaster ist der. Oh!
not even scary. Geil? Aber? Geil. Wir kommen gerade vom Hypercoaster. Der Chris fährt jetzt direkt noch eine Runde. Ich muss mich beeilen wegen der Musik, aber ein mega, 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 mega geiler Coaster. Ich bin nur einmal gefahren, weil es mir einfach zu warm ist. Aber ey, der lohnt sich einfach, das ist richtig. Dieser Coaster macht mich fertig, der ist richtig geil. Ich kann es nicht in Worte, diese Airtime-Momente, diese Fahrfiguren. Wow. Also kommt auf jeden Fall in meine Top 5 der besten Coaster, die ich bisher gefahren bin in meinem Leben. Man kann sein Video auch kaufen für 20 Euro umgerechnet. Die T-Shirts sehen richtig cool aus, die kosten umgerechnet 18 Euro. Hypercoaster oder was ich halt echt ganz cool finde. Ich glaube, da werde ich mir auch eins von mitnehmen, von dem hier. Also 18 Euro für ein Shirt in einem Freizeitpark kann man nicht meckern. 20 Euro für ein Video finde ich auch okay. Fotos weiß ich gar nicht. Guck mal, wie teuer die Fotos sind. Foto kostet ungefähr um die 11 Euro. Also ist okay. Ist halt Freizeitpark und hier wird halt ein bisschen Geld damit gemacht. Das ist völlig okay. Preis-Leistung ist okay bisher, ne? So, weiter geht's. Wohin geht's? Stopp. Weg. Abarambama. Abarambama. Die Operations, ne? Ich schwöre bei Gott. Und das ist nicht übertrieben. Wenn die Leute jetzt vielleicht einen Sonnenstich alle haben, ne? Die brauchen 5 Minuten, um loszufahren. Beim Hypercoaster oder auch hier beim Topspin. Fingercoaster. Aber alle Hallen mega thematisiert, klimatisiert und du kannst halt überall ein Foto kaufen. Selbst bei dem Topspin ist beim Ausgang Foto. Ja, unthematisierte Halle, unthematisierte Halle.
Es ist einfach so warm, wir kaufen uns jetzt direkt ein Slush-Eis. Was gibt's denn hier so? Orange, Apfel, Kirsche, Limone. Immer Cherry, ja. Schmeckt? Ja, ist aber sehr süß, aber schmeckt. Mit Pech hat er jetzt 20 Euro gekostet, weil nirgendwo stehen Preise. Du hältst einfach deinen Armband dran und der zieht das ab. Also ich habe keine Ahnung, wie teuer das war. Aber ist ja Urlaub, ne? Ist ja egal. 70 Euro sind auf dem Armband gewesen, mal gucken, wie viel da jetzt gleich noch drauf ist. Skyfighter gefahren, der schlechteste seiner Art, muss ich sagen. Und man darf bei keinem Ride hier die Sonnenbrille auflassen. Ich frage mich nur, warum? Jetzt Typhoon Coaster. Durch die bescheidene Operation stehen wir jetzt 30 Minuten für den Wasserkurs da an. Aber im Schatten. Erster Eindruck? Von was? Von dem Park. So schön, haben wir es schon gesagt? Ja, also generell jetzt von Operations ist so... Nicht gut. Nee. Und es gibt so wenig Schattenplätze. Ja. Ah, mal gucken, wie der Tag weiter verläuft. Und auch Oh!
sagst du? Wir wurden fast gar nicht nass und die rappelt. Boah, die rappelt. Ich bin, also nochmal würde ich mich dafür auf gar keinen Fall anstellen. Nee. Die ist irgendwie schon, als wenn das eine alte Bahn aus irgendeinem alten Park und die hingestellt wurde. Genau, als ob die gebraucht irgendwo gekauft haben. Die ist am rappeln. So, wir haben gedacht, es ist so warm und es sind so viele Leute im Park, wir holen uns jetzt erstmal zwei Liegen, bevor wir dann weiter den Freizeitpark erkunden und chillen erstmal ein bisschen auf der Liege. Da der Wasserpark und Freizeitpark in einem sind, könnt ihr auch hier mit Badeklamotten rumlaufen. Ich wechsle jetzt, glaube ich, auch gleich auf Badeklamotten. Wie ist mit dir? Bleib vielleicht nur noch im Wasserpark. Es ist mir zu warm. Ich mache meinen Kreislauf heute nicht. Dann zeige ich euch nachher die anderen Attraktionen, so wie den Family Coaster, den Splash Battle. Und jetzt fängt es wieder an mit dieser Kindermusik. Also um das zu beantworten, ja, ich bleibe auch im Badesachen. Was hier ganz extrem auffällt, was man nur so aus dem Walibi Belgien kennt, ohne Fastpass steht hier bei den Attraktionen, auch wenn es nicht ganz so voll ist, mindestens 45 Minuten. Mindestens. Ja, und wegen der Operation. Und wegen der Operation noch dazu, richtig. So, wir haben unsere Outfits gewechselt. Wir sind in Badeklamotten. Und ich glaube, man kann jetzt schon sagen, man sollte die Hochsaison meiden hier, oder? Ja. Wegen Temperatur und auch wegen Fülle. Es ist so voll, Wahnsinn. So, 2 Stunden nach Öffnung. Liegen sieht sehr, sehr schlecht aus. Alles voll. Die Strand-Area hinter uns. Nur für Hotelgäste vom Land of Legends. Der Park macht sich gerade bei mir sehr unbeliebt. So, nächster Versuch. Ein Strandabschnitt, der wohl für alle zugänglich ist. Dann gucken wir mal. Also Schatten wird auf jeden Fall eng, sag ich dir. Da vorne wären noch 2. So, 2 Liegen haben wir immerhin noch bekommen. Aber ich sag mal eine halbe Stunde später und man hat auf jeden Fall Pech. Okay, bei 38 Grad, wir müssen uns jetzt erstmal abkühlen. Wow, also sind an 3 Rutschen vorbeigelaufen, 30 Minuten an jeder Rutsche bisher. Geh rein! Zu kalt! Ich hätte nie gedacht, wir waren ja in Orlando vor kurzem, auch in 2 Wasserparks. Ich hätte nie gedacht, dass ein Wasserpark voller sein kann als in Orlando Volcano Bay oder Aquatica. Alter, das ist ja nicht normal hier. $75, 75 Euro Eintritt. Es tut gut, der Chris ist auf Toilette. Ich müsste eigentlich auch, aber ich warte jetzt noch. Aber Abkühlung, ey, das ist der Hammer. Und die Kinder schreien hier nur rum. Ich habe Urlaub und warum? Naja, egal. So, Mareike ist im Activity Pool. Ich habe die Wertsachen weggeschlossen. Es ist so voll. Es ist mir zu voll, leider. Nee, nee, nee. Da ist er. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Nein. Ich bin noch nicht eingecremt. Scheiße. Ja, ich muss mich gleich erstmal eincremen.
nicht in den Infinity Pool? Boah, der ist ja eiskalt. So ein Kältebecken, wie wir es in Deutschland kennen. So, auf geht's. Wild River. Eigentlich Lazy River. Was jetzt echt ganz gut ist, die Frau, die Mitarbeiterin hat gesehen, dass die Schlange vom Lazy River sehr lang war. Die bringt uns jetzt, also alle Leute aus der Q-Line, die zu lange stehen, bringt uns jetzt zu einem anderen Eingang, wo es angeblich keine Wartezeit gibt. Das ist echt gut. Unsere Haltung arbeiten. So, wir sitzen jetzt im Wild River. Ich sehe Mareike nicht, ich spüre sie nur. Das hört sich irgendwie pervers an. Schatz, Vorsicht, ich mach uns nass. So, wir haben uns jetzt eine Cola geholt und eine Cola Zero. Kostet um die 4 Euro umgerechnet. Ja, Wasserpark halt, ne? Prost. So, wir gehen mal in den Wellenpool. Oh. Es ist nicht leerer geworden, Leute. Es ist voller geworden. Viel voller. Viel voller. Alle laufen kreuz und quer. Wahnsinn. Und überall gibt es so besondere Bereiche, die nur für Hotelgäste sind. Ey. Als Normalzahler 75 Dollar kriegst du hier nicht das volle Angebot. Kalt, sagst du? Wenn du einmal drin bist, geht, dann ist es kalt. Geil! Er kommt näher! Ja. Wuhu. Wuhu. Geil! Das ist geil! Mega! Das war ein besonderes Erlebnis. Mareike chillt ihre Base. Wie fandest du das Wellenbecken? Cool, also ich liege immer nur am Rand, aber es ist schön, sehr erfrischend. Ja, starke Wellen und der Wellenpool ist echt schon so ein Highlight hier, muss ich sagen. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter. Wir haben ja noch lange nicht alles gesehen. Hier gibt es übrigens Eis. Cassador. Cassador-Eis.
Oh mein Gott, ein Schalke-Handtuch. Liebe Grüße an Wolfgang und an meinen Vater. Und da ist der Hypercoaster. Und hier ist der Rutschenturm. Was ganz gut ist, hier steht immer überall ganz genau, mit einem Buddy oder Wriststrap ist die GoPro zu benutzen. Also sehr gut. Und natürlich gibt es für die Badelatschen einen Slipperkeeper an jeder Rutsche und an jedem Becken. Wenig Boote da kommen, ne? Oder rum. Also daran sieht man, dass die Operation halt echt extrem langsam ist. Ne? Ein Boot pro Minute, obwohl es 4 Rutschen sind. So, wir haben jetzt 2 Liegen für uns alleine, hier an dieser Spray-Action-Area und ja, ich denke, ich werde heute nichts rutschen. Wir sind jetzt schon 5 Stunden hier und die Rutschzeiten sind alle bei 45 Minuten und ich will ja auch Urlaub machen, ich will ja auch das alles genießen und ich würde auch gerne mal in den Freizeitpark. Oh, 9 Stunden Öffnung reicht nicht für Land of Legends in der Hochsaison. Ihr braucht 2, vielleicht sogar 3 Tage hierfür, wenn ihr alles entspannt machen wollt. Aber der Bereich ist genial, also der ist echt genial. Kann sich halt immer wieder abkühlen. Also, wir hätten Hunger auf den Snack. Gucken, wie lange wir hier anstehen. Hier gibt es Iskender Kebab, Döner mit Reis, Dürüm. Boah, Alter. Das ist das voll. Sandwich, Salate. Und noch verschiedene Menüs. Wir haben uns Schlappen angezogen, wir holen uns jetzt einen kleinen Snack. Wir haben auch nicht gefrühstückt heute, wir haben noch nichts gegessen, außer eine Cola getrunken und deswegen 250 türkische Lira sind 10, 15 Euro ungefähr, ne? Ja. Started as a whisper.
am Essen. Ein bisschen lauter reden. Hier ist ja sowas, so viel Trubel. Hat auch ein bisschen gedauert. Ich habe Döner mit Reis. Mareike hat den Döner Brett. Dazu gehört jeweils das Getränk. Und Mareike hat noch ein Tiramisu-Stück. Jetzt essen wir das mal und dann gucken wir mal live, wie es hier schmeckt. Du willst jetzt erst den Kuchen essen. Ja, weil der ist kalt, der darf nicht warm werden. Ist ganz gut, ja. Von der Skala 1 bis 10? Bisher nur eine 6. Nur eine 6. Unsere Teller sind fast leer. Selbst das Tiramisu hat Mareike weggeatmet. Ja, die sind leer. Ja, ich habe noch hier ein paar Reiskörner. Generell muss ich sagen, war eigentlich ganz lecker. Das Fleisch hat einen sehr starken Eigengeschmack. Mareike vermutete, es ist Hund. Das hat mir nicht so geschmeckt. Mir hat es ganz gut geschmeckt. Gekostet hat das jetzt insgesamt 500, 600 türkische Lira, was ungefähr 30 Euro sind. Aber es ist halt Freizeitpark, ich sag's immer wieder, wenn man sich über die Preise im Freizeitpark beschwert. Das machen wir nicht mehr, deswegen. Wir müssten jetzt noch 30 Euro, wir haben das Armband mit 70 Euro aufgeladen. Wir müssten jetzt noch 30, 40, also so 20 Euro müssten noch auf dem Armband sein, weil wir locker bezahlt haben davon, Slush-Eis und nochmal zwei Cola. Aber man kann halt nirgendwo nachgucken, wie viel Geld noch auf dem Armband ist. Also haben wir bisher noch nicht gefunden. Aber ich gehe gleich mal auf die Suche. Ich will immer noch ein T-Shirt eigentlich. So, achtet genau auf das Schild. Achtet auf das Schild. Achtet auf das Schild. Alles klar. Da erstmal Reike. Und ich überhole sie jetzt. Ich überhole sie jetzt. Ich überhole sie jetzt. Ich überhole sie jetzt. Und ich bin eher da. Ha! So, Mareike verdaut jetzt ein bisschen. Und ich will jetzt wenigstens eine Rutsche machen. Also ohne eine Rutsche gruschen sein will ich hier nicht rausgehen. Deswegen stelle ich mich jetzt irgendwo an und nehme euch mit. Und auch vorher geht's aufs Klo. Shows könnt ihr vergessen. Gibt auch Shows hier, aber keine Zeit. Wie gesagt, Zeit rennt einfach nur so. Publikum würde ich so beschreiben, 5% Deutsch. 5% türkisch, 90%, ich denke, russischsprachig. Ist aber okay, benehmen sich alle, also benehmen sich hier besser als im Hotel. Die Toiletten haben jetzt auch schon gelitten. So sieht das aus. Ja komm, wir nehmen Tower Falls mit. Das ist die Rutsche hier. Am Berg mit Reifen. Versuchen wir die mal. Und rückwärts, olle! Scheiße! Wow! Alter! Wow! Die geht ab! Man sieht nichts! Oh mein Gott! Alter! Das hat ewig lange gedauert. Mareike hat ja auf die Uhr geguckt. Ich gehe davon aus, dass ich so 60 bis 70 Minuten gewartet habe für eine Rutsche ohne Fastpass. Die Rutsche war cool. Also die Rutsche hat richtig Bock gemacht.
Naja, jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt 60 Minuten gewartet. Für eine Rutsche. Gucken wir mal, also noch eine Rutsche mache ich auf jeden Fall nicht. Gucken jetzt mal, ob Mareike Bock hat auf das Splash-Battle und dann schauen wir mal. Und ich bleib dabei, der Park ist richtig schön, der ist riesengroß, aber ein Tag reicht definitiv nicht. Ein Tag vielleicht mit Fastpass, aber ansonsten braucht ihr mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Tage, wenn ihr auch die Shows mitmachen wollt. Also ein Tag macht das nicht in der Hochsaison. Ich spreche von der Hochsaison, ich denke mal Hochsaison ist Juni, Juli, August. So, Mareike liegt noch an ihrem Platz, das ist schön. Ich habe eine Rutsche gemacht. Wie lange war ich weg? 45, kam mir länger vor. Naja. So, Mareike bleibt tatsächlich noch auf der Liege. Ist ja auch gut, sie möchte sich ein bisschen sonnen und auschillen. Ich gehe jetzt noch mal in den Freizeitpark. Gucke, ob ich noch ein paar Aufnahmen hinkriege bei den Massen. Und ich würde gerne den Splash Battle fahren. Mal gucken, wie voll der Splash Battle ist. Hier ist das 5D-Kino mit Happy Family. Nein, oder mit Aquaman, je nach Uhrzeit. Aber da ich die Sprache wahrscheinlich eh nicht verstehe und alleine habe ich da jetzt auch keinen Bock drauf. Nee, mache ich nicht. Feels like I-
Dieses lustige Teil gefahren, also hier vorne das, heißt Uptown Loop. Ganz nett, aber ich sag jetzt mal hier so ein Kirmes-Fan Mopo, liebe Grüße in dem Sinne. Oder All About Fun, liebe Grüße an Daniel, wäre zu wenig Thrill. War aber auf jeden Fall ganz nett. Und jetzt guck mal, was uns noch hier so fehlt, so der fliegende Teppich, da bin ich raus. Thematisch muss ich sagen, alles was hier im Freizeitpark Teil ist, ist mega gut thematisiert. Sehr gut thematisiert, selbst die Hallen thematisiert, die Ausgänge thematisiert, alles thematisiert. Ungelogen, ne? Ich stehe jetzt hier schon 4 Minuten und in den 4 Minuten kam nicht ein Zug. Und ich habe so einen coolen Spot hier gefunden, ne? Das komplette Land of Lotta ist komplett ausgestorben. Die sammeln sich alle im Aquapark heute. Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let
on a new adventure. Der Hogwarts Express. Ich werde verrückt. Let me go, it's my time. Watch me build another life. Find another space, explore the world and find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away, we won't see another day. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait. Family Coaster auch check, überhaupt nicht geschlagen, ganz smooth Fahrt, ganz cool eigentlich, hat mir gut gefallen. Ich habe gesehen, die GoPro ist schmierig, ich habe auch kein T-Shirt an, um die GoPro irgendwie frei zu machen. Naja, jetzt holen wir mal Mareike ab, gehen was trinken mit Mareike und gucken mal nach der Uhrzeit. Ich befürchte, wir haben schon 17 Uhr, das heißt, wir hätten nur noch 2 Stunden, vielleicht haben wir auch schon 18 Uhr, ich habe keine Ahnung. Und ja, mal gucken, ob Mareike noch Bock hat. Da hinten ist noch so ein Masha and the Beer Themenfahrt, so mit Wasserbooten. Vielleicht hast du Lust? Fragen wir sie mal. So, dann fragen wir Mareike, wie lange ich weg war. Ich würde jetzt auf so eine Stunde tippen, ungefähr eine Stunde. Na du? Wie lange war ich weg? Warst du in Narnia oder was? Ja, wie lange war ich weg? Eine Stunde weg. Ist arschweiter Weg. Ich kann dir anbieten, Bubble Tea, Starbucks, Frozen Fruit oder Kokosnussdrink. Alles bis auf das Letzte. Attention please. Dear Sopan Mortis Apple, please come to the guest relations office near. Thank you.
Aber es gibt einen Starbucks hier im Park. Ich glaube, ich nehme so einen Cool Lime. Du möchtest nichts oder möchtest du auch was? Ich trinke von dir einen. Ja? Okay. Wie teuer das Lush war? Also, das System mit dem Armband zu zahlen ist ganz gut. Allerdings, wir haben das Armband für 70 Euro aufgeladen. 7 Euro der Locker. Das Essen hat ungefähr 30 Euro gekostet. Dann hatten wir noch 2 Cola und 1 Slush-Eis. Und angeblich sind die 70 Euro jetzt weg. Es sind noch 5 Euro auf dem Armband. Nirgendwo stehen Preise, wirklich. Jetzt müssen wir erst zum Locker wieder das scheiß Armband aufladen. Alter, als ob ich jetzt hier für 70 Euro schon was gegessen habe. Nirgendwo kriegst du eine Quittung. Nirgendwo stehen Preise. Bist ja an jeder Stelle abgezockt. Ohne Mist, ey. Ohne Mist. Ja, Türkei halt, ja. Hammer, ey. Also wir gehen jetzt zum Gästeservice und die soll mir sagen, was ich bitte für 70 Euro hier gekauft habe. Boah, diese Musik geht mir auch so auf die Eier, weil die einfach viel zu laut ist, ey. Boah, bin ich gerade sauer. Ich schwöre, ich bin so sauer gerade. Jetzt machen die das auch, oder? Ja, tatsächlich. So, wir gehen jetzt zum Starbucks. Wir haben die Karte nochmal für 20 Euro aufgeladen. Gleich erklären wir euch nochmal, wie teuer alles war. Ich habe mir nämlich eine Übersicht eingeholt. Kommt da was an? Ja, würde ich hier nicht stehen. Also nochmal
also das Geld geht hier weg, wie warme Semmeln. Der Slush, den wir heute hatten, der hat 12,50 Euro gekostet. 250 türkische Lira. 100 türkische Lira sind 5 Euro. Wahnsinn. Die Cola hat jeweils 4 Euro gekostet, das Mittagessen so um die 35 Euro, der Locker nochmal 7 Euro. Das läppert sich halt alles, deswegen... Wir hätten auch natürlich nachfragen können, wie teuer das Slush war. Ja, ich finde trotzdem cool, wenn da Preise stehen würden. Natürlich. Ja. Aber es ist halt eine Abzocke. Peter Giese, wo bist du? Wo bist du, Peter Giese? Wir lösen ihren Fall. Hier bei Starbucks stehen alle Preise, richtig gut. Und sogar hier sogar alte Getränke. Nein. Und doch nicht. Ist doch keine Speisekarte. Das ist übrigens das Gerät, wo ihr dann euer Armband... dieses Armband immer drauf halten müsst und dann zahlt ihr direkt damit. Und? Lecker. Lecker? Schmeckt irgendwie türkisch. Ich weiß nicht warum. Schmeckt irgendwie türkisch. Krasse, da ist gar kein Zucker drin. Das ist richtig erfrischend, mal was anderes. 300 die Dinger, 300 türkische Lira, 15 Euro. Hast du verdient? Leider habe ich nicht auf Play gedrückt. Doch habe ich, haha. Ich komme gar nicht weiter nach rechts. Das ist unfair. Oh, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von Mareike Vlog. Denn ich habe den Chris nämlich verbannt. Für immer und ewig. Das wird jetzt nur noch ein Kanal von Mareike. Mareike geht vloggen und herzlich willkommen. Der Chris macht nämlich nicht mehr mit. Der hat mich nämlich zu oft alleine gelassen heute. Deswegen... Genau, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind immer noch ich bin immer noch im Land of Legends. Ich fahre jetzt noch eine Runde Lazy River und dann werde ich mit meinem Fahrer wieder zu meinem Hotel fahren, was super toll ist. Kann ich nur empfehlen, das Seed Valentine. 5-Sterne-Resort, super sauber, Klimaanlage läuft wie geschnitten Brot und man wird da so gut umsorgt. Die ganzen Gläser und das Geschirr ist überhaupt nicht dreckig und so. Und ach, das ist auch ist ein romantisches Hotel, kein Partyhotel. Ja, kommt, obwohl ich gerne mit und begleitet mich. Wo ist denn der Spacken jetzt? So, der Vorteil ist, dass jetzt gleich 6:45 ist und alle Busgäste schon weg sind. Wir haben jetzt nochmal den Wild River gemacht und jetzt sind hier einfach nur 0 Minuten. Dann nehmen wir natürlich nochmal schnell die Rutschen hier mit. Family Floats oder Magic One? Ich denke, es wird Magic One. Wir nutzen die allerletzten Minuten und machen jetzt noch die andere. Ich bin zu leicht, ich kann nicht alleine rutschen. Mareike möchte nicht, ist auch okay. Und jetzt nehmen wir noch die andere mit und dann haben wir wenigstens insgesamt 3 Rutschen geschafft. Also Magic One machen wir jetzt. Family Flow 2 jetzt gerade. Bye-bye.
GoPro ist so dreckig und mit Wasserflecken, egal, das war die beste Rutsche. Highlight des Tages. Ich bin zufrieden. Drei Rutschen und ein paar Attraktionen geschafft und den Tag genossen. Boah, die GoPro ist so schmierig. Sorry dafür. So, wir gehen noch mal eben in den Shop, weil wir haben ja noch 170 türkische Lira auf unserem Band. Holen noch ein paar Magneten für unsere Mütter. Und dann geht's Umkleide und raus. Dann haben wir aber noch anderthalb Stunden Aufenthalt, weil wir erst um 8:30 abgeholt werden. Dann gucken wir uns noch die Fontänenshow an. So, das ist der Main Shop. Und jetzt muss ich die Musik wegmachen, weil die Katy Perry läuft. Wir wollen doch nur Magneten haben. Sind das Flaschenöffner? Da oben. Da oben. Oh Gott. Ich als kleiner Mann. Okay. 40. Könnten wir uns sogar 4 von holen. Also 4 Euro ungefähr. Magnet ist okay. 40. Nee, warte, 40. 100. 160, also können wir uns 3 holen. Wie viel sind wir noch drauf? 40, 160, 4, 8, 12, 16 wären 4. Wie viel haben wir denn noch drauf? 170. Mann, ja. Okay, es war ein Chaos auf der Männertoilette und auf der Umkleide, weil klar, alle verlassen den Park, alle wollen nochmal schnell duschen und sich umziehen und dementsprechend war es rappelvoll. Da hat Mareike es einfacher, sie war schon trocken und einfach die Klamotten drüber gezogen. Nein, dass du wieder so gut aussiehst. Siehst immer gut aus. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt noch was essen oder trinken, schauen wir mal. Essen oder trinken? Ich will nichts gerade. Gar nichts? Gar nichts. Candy Shop. Wo war der? Weiß ich nicht. Gut. Mal, wenn ich, ist, dann ich hab eh noch Money. Ist alles im Hotel. 90 Euro haben wir ausgegeben, aber jetzt haben wir ja immer noch die Kreditkarte. Hier haben sie teure Läden, ne? Aber sonst Bazaar nichts. Hier Lacoste. Original Lacoste. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Der Suche nach einem Twix. Ich will Twix. Boah, der Megacoaster sieht richtig, die Schienen sehen richtig geil aus im Sonnenuntergang. Ich will einen Twix. Wir holen dir jetzt einen Twix und ich will noch was essen. So, hier ist der Food Court, die Foodstraße, Döner, Kebab, Burger King, Pidemania. Auf jeden Fall viel zu essen. Kartoffel, ja. Subway. Zucker, die nehmen auch Euro, glaub mal.
Popeye kennen wir noch aus Amerika. Und mal gucken, was da so angeboten wird. Und von dem Eis kriegst du definitiv keine Bauchschmerzen. Wir haben uns noch mal ein Calippo geholt. Ein leckeres Eis, oh mein Gott, ich habe von Santa's Marzipan und Twix gekriegt. Ich bin glücklich, das ist mein Highlight des Tages. Und 10 Euro hat das alles gekostet. Ja, klar, teurer, bla bla bla, egal. Egal, ist Urlaub. Und jetzt auf zum Privattransfer, nochmal 40 Euro zurück. Und gleich auf dem Parkplatz gibt es noch ein Fazit. Wie spät haben wir? 10 nach 8. Ja, perfekto. Die Fontänenshow haben wir übrigens nicht gefunden, läuft bei uns. Keine Ahnung, wo die sein soll. Die soll jede Stunde sein, kein Plan. Fünf Sekunden kannst du noch tanzen. Und Schluss. Das ist für mich seit dem ganzen Urlaub ein kulinarisches Highlight gewesen. Echt? Ja. Das ist aber traurig. Ja. Oh mein Gott, ja. Vielleicht werden wir auch hier schon abgeholt. Aber wir gehen erstmal nach hinten, ne? Lass mal hier laufen. Okay. Dein Handy? Nee, dein Handy geht gleich, ne? So, das war unser Tag im Land of Legends. Mein Gott, wir waren tatsächlich jetzt, lass mich mal rechnen, war gut 12 Stunden unterwegs. Ja. Dein Fazit? War ein sehr anstrengender Tag mit Höhen und Tiefen, mehr Tiefen als Höhen, finde ich. Aber abkühlen war schon ganz in Ordnung. Würde ich aber nicht nochmal machen. Schöner Park, 75 Dollar Eintritt pro Person, gleich Euro. Transfer haben wir privat gebucht, 80 Euro. Insgesamt Geld dagelassen haben wir 100 Euro. Also insgesamt war das, glaube ich, der teuerste Freizeitparkbesuch meines Lebens. Teurer als ein Orlando-Freizeitparkbesuch. Die Achterbahn, mega geil. Der Wassercoaster hat ganz schön geschlagen. Der Wassercoaster. Der Wassercoaster. Und ansonsten, ich würde es noch mal machen, aber definitiv nicht in der Hochsaison, definitiv in der Nebensaison und dann mit dem Fast-Ticket. Das kostet, glaube ich, nochmal 50 Dollar extra. Aber ohne Fastpass geht hier leider gar nichts. Dementsprechend, wenn ihr das macht, macht es in der Nebensaison. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann... Lasst ein Like da, wenn ihr möchtet, wenn ihr mögt. Was blitzt denn da so? Gucken wir mal. Eine Leinwand. Drückt aufs Abonnieren. Abonniert uns gerne. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn wir Live-Chat, wir haben Live-Chat. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Kommt gut in den nächsten Tag. Und schönen Samstag. Entschuldigung, dass das Video so lang ging. Wir müssen jetzt unseren Shuttle suchen. Tschüss.